Leute, morgen werden wir den 5x5-Turm vorstellen oder vielleicht auch erst am Sonntag. Bergbauer ist gerade dabei, den zu bearbeiten. Da kommt noch ein anderer Mod hinzu. Und damit das ganze Game nicht crasht, macht er da noch ein bisschen dran. Heute gibt es die neue Stufe 5-Skillung von dem Monkey Village, und zwar Omega Beacon, Leute. Und diese Skillung, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was die macht. Ich bin hier im Testmodus und habe die einfach mal gebaut. Sie scheint zu funktionieren, sie gibt auf jeden Fall den Buff. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze auf einer ganz besonderen Map. Und zwar machen wir das Ganze auf der Karte Balance, Leute. Auf der Karte Balance, weil hier kann ich ein Affendorf bauen, was dann auch nur wirklich eine Person bufft. Und zwar die, die in der Mitte steht. Hier baue ich mein Affendorf hin. Wir bauen später noch ein zweites. Das wird dann eine Heimatverteidigung. Aber wir dürfen heute wirklich nur Affendörfer benutzen. Und ich würde sagen, zwei Türme. Ich werde dafür als erstes einmal die Tech Zone nehmen. Ich habe nämlich Bock auf die Tech-Zone. Die Tech-Zone ist eh sehr, sehr stark hier auf dieser Karte. Deswegen habe ich jetzt mal einfach mit einem Tech-Shooter gestartet. Und der sollte hier einfach das Early-Game sehr, sehr gut wegdeffen. Ich habe jetzt Omen aus Versehen noch dabei. Ist aber auch eigentlich egal, weil ich werde einfach ein paar Cash-Drops abwerfen, um Geld zu machen. Also wir brauchen Ben eigentlich gar nicht heute. Deswegen, die Cash-Drops werden das eigentlich schon ganz gut handeln. Und ja, Omega Beacon, die neue Stufe 5-Skillung vom Affendorf, die kann was ganz Besonderes. Und zwar ist die auch so eine Art Buff-Turm. Sie erhöht, das erste Upgrade erhöht Heldenerfahrung. Das ist jetzt heute für uns erstmal komplett egal, weil 8% Helden-XP ist sowieso kein cooles Upgrade und es bringt uns auch nicht viel, weil wir heute keinen Helden benutzen werden. Aber ab dem zweiten Upgrade wird es ganz cool, denn alle Fähigkeiten werden um 10% reduziert. Das heißt, alle aktiven Fähigkeiten, zum Beispiel auch Overclock und Ultra Boost, werden um 10% reduziert. Die dritte Skillung, ab der dritten Skillung geht es dann los mit Buffs. Und die vierte und fünfte Skillung, soweit ich weiß, die hat so einen Effekt, dass das Affendorf auch schießen kann. Ich bin mal gespannt. Oh, ich habe mich was geskillt. Das wäre jetzt nicht so toll. Ich bin mal gespannt, was das Ganze macht. Wir machen natürlich Crosspass Jungle Drums. Und wie gesagt, ich gehe jetzt mal auf Energize. Damit sind jetzt die Cooldowns reduziert. Ich sollte hier noch oben einen Marktplatz holen. Und danach muss ich, glaube ich, auch erstmal den Tech-Shooter hier ein bisschen upgraden, dass nichts durchkommt. Es ist an der Zeit, den Tech-Shooter abzugraden. So, unser Tech-Shooter ist jetzt auf 203. Wir haben jetzt einen Tech-Sprayer. Der macht, wie ihr seht, hier komplett easy. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, diese Map Balance ist einfach gemacht, um Tech-Shooter zu benutzen. Auf jeden Fall gehen wir auf die dritte Skillung, Blacksmith. Das bedeutet sowas wie Schmied oder sowas. Und ja, wir kriegen extra Pierce und der Schaden aller Türme in der Reichweite wird erhöht. Das bedeutet, unser Turm ist jetzt noch stärker als vorher, was natürlich sehr, sehr geil ist für einen Tech-Shooter hier. Und ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall hier noch einmal Primary Mentoring und Primary Expertise später, dass er hier komplett gebufft wird. Dem hier gebe ich dann noch Radarscanner, dass er unsichtbar sehen kann. Also er hat jetzt schon relativ viele Buffs. Den einen Buff hier sehen wir gar nicht. Den hier, ich glaube, das könnte dieser Buff hier sein mit dem Geld. Ich bin mir aber nicht sicher, Leute. Und ich glaube, MIB brauchen wir gar nicht, wenn wir ihm hier einen Alchemisten-Buff geben. 4-2-0 Alchemisten-Buff. Ich bin mal gespannt, wie weit unsere zwei Türme kommen. Also wir werden nur zwei Damage-Türme haben. Einmal den Permanent-Gebräu, der wird nicht so viel machen. Aber unsere Tech-Zone sollte eigentlich super performen mit diesem Turm hier. Das nächste Upgrade ist Energy Beacon. Gains a high-powered Energy Beacon to zap Balloons. Ich bin mal gespannt, wenn ich das jetzt gehe, was da genau passiert. Also es sieht mir so ein bisschen aus, als wird der Zap so die Attacke vom Druiden oben sein. Also die zweite, Heart of Thunder. Ist auf jeden Fall das gleiche Icon. Ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt mal drauf und gucken uns das Ganze mal an. Okay, er macht also diesen Blitz und dieser Blitz stunt, soweit ich weiß, die Balloons. Oder stand erst das letzte Upgrade. Ich lese es mir mal durch. Omega Beacon kostet auch nur 19.000, also ist nicht so ein krasses Upgrade. Deswegen brauchen wir halt heute auch noch ein paar andere Türme, um das wahre Potenzial von diesem Turm mal zu sehen. Weil, ja, ist halt ein Support-Turm und ein Support-Turm alleine ist natürlich schwach. Der braucht natürlich auch Schadenstürme, um die halt besser zu machen. Omega Beacon, Energy Beacon ist much more powerful. Also unser Blitz wird noch viel, viel stärker. Wobei ich sagen muss, der Blitz ist jetzt schon echt stark. Also der macht irgendwie 4 Damage oder so mit jedem Schuss, was ich, oder 5 sogar, was ich echt nice finde, weil 5 Damage mit einem Schuss auf so viele Balloons für so ein günstiges Upgrade ist echt nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. Und wir haben eine kleine Chance, Balloons zu stunnen und Mobs sehr stark zu slowen. Also es ist ein Slow-Turm anscheinend. Das heißt, wir könnten das Ganze später mit dem Superglue verbinden, weil der Superglue macht ja auch keinen Schaden, beziehungsweise ganz, ganz wenig. Das heißt, wenn ich hier jetzt später einen Superglue hinbaue, sollten wir eigentlich mega, mega, mega den CC haben, was ich echt krass finde, weil wenn die Türme ja alle oder die Mobs alle sehr, sehr langsam sind, dann macht unsere Tech-Zone natürlich
unendlich viel Schaden. Also das wird richtig krank. Sind mittlerweile in Runde 50, jetzt kommen gleich Doppel-Moabs und ich muss sagen, bisher sieht das komplett easy aus. Also unser Tech-Shooter ist alles am Zerstören. Der Beacon, aber überlegt mal, unsere Tech-Zone in der Mitte oder unser Overdrive, sorry, ich sage immer Tech-Zone, aber wir sind ja noch bei Stufe 4. Unser Overdrive in der Mitte hat 17.000 Schaden. Dieser Turm hier, der Energy-Beacon, hat jetzt schon 13.000 Schaden gemacht. Es ist noch nicht mal die Stufe 5-Skillung und er bufft alle Türme noch, was ich mega stark finde. Es ist halt einfach ein Support-Turm und dafür sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ich wünschte mir auch, also wenn irgendwann, das ist so eins meiner Dinge, die ich mir auf jeden Fall auf meine Wishliste setze von Bloons Tower Defense 7. Also ich würde mal sagen, in den nächsten 4 bis 5 Jahren werden wir ja Bloons Tower Defense 7 auf jeden Fall kriegen. Wir kriegen jetzt erstmal dieses Jahr das Kartenspiel und wir kriegen dann, denke ich, so in 3 Jahren oder so, geht es wahrscheinlich dann langsam Richtung Bloons Tower Defense 7. Ich hoffe, in Bloons Tower Defense 7 werden sie überall eine 4. Skillung hinbringen. Das wäre so mega geil. Dann hast du so viel mehr Optionen, deine Tower zu skillen. Also das fände ich so krass. Überlegt mal, wir hätten bei jedem Turm ohne Mods 4 Skillungen und wir könnten irgendwie bis Stufe 3 skillen. Wenn man bis Stufe 3 skillen kann, wie krank wäre das? Oder du kannst 2 Stufen von den einfachen benutzen und dann eine 5er. Was für krasse Türme könntest du machen und wie viele verschiedene Kombinationen es geben würde? Es ist einfach, das wäre übertrieben heftig. Ich will mal gucken, wir spulen jetzt ein bisschen vor. Ich will mal gucken, ob wir ein BFB schaffen und ob wir sogar ein ZOMG schaffen mit unserem aktuellen Setup hier. Ich will nämlich noch nicht hier Primary Expertise holen und Omega Beacon und Permanent Gebräu. Die sind jetzt noch zu stark für diese Runden, deswegen spule ich mal ein bisschen vor und wir gucken einfach gleich, was so das Limit von unserem aktuellen Setup ist. Okay, da kommt der BFB und wir gucken uns mal an, was der Beacon so an Schaden macht. Der Beacon hat jetzt, ja, nur noch die Hälfte des Schadens vom Overdrive. War aber klar, dass der irgendwann outgedamaged wird. Er macht aber trotzdem nicht schlechten Stand. Und seht ihr euch die Moabs? Die Moabs werden permanent gestunt und die Bloons auch. Das macht natürlich, das ist alles hier nur die neue Skillung vom Affendorf. Also dieses Energy Beacon. Habt ihr das gesehen? Es war wirklich alles permanent gestunt. Hier rechts wird auch immer alles gestunt. Wenn er kurz einmal reinblitzt, ist alles kurz gestunt. Das ist sehr, sehr nice. Also ich glaube, wir werden sehr, sehr weit kommen, nur mit diesen beiden Schadenstürmen. Also es könnte echt heftig werden. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, wir sind mittlerweile in Runde 80 und wir haben immer noch nichts geleakt. Es ist absolut insane. Die ganze Zeit dieser Stun ist so stark. Also das ist jetzt kein... Klar, das ist jetzt kein Turm, der einfach irgendwie super overpowered ist, muss man ehrlich sagen, aber es ist halt ein Support-Turm und für einen Support-Turm ist es so stark. Diese Stufe 4 Skillung würde ich fast auf dem gleichen Level setzen mit Bloom Crush. Also Bloom Crush ist, würde ich sagen, auf dem gleichen Level wie aktuell dieser Energy Beacon, weil der so krass hier alles am Slowen ist. Ich würde jetzt aber sagen, langsam kommen die Moabs schon ziemlich weit, deswegen gehe ich jetzt auf Omega Beacon. Dadurch machen wir jetzt noch einen stärkeren Laser oder Blitz, wie man es nennen will auch immer. Und die ganzen Moabs werden jetzt noch härter geslowt und die Bloons werden noch heftiger gestunt. Ich bin mal gespannt. Leider fehlt ihm ein bisschen Reichweite, es ist leider ein bisschen doof, dass die sich hier gegenseitig nicht hitten. Aber guckt euch das mal an, wenn ich es auf langsam lasse, die werden permanent, man sieht diesen Stun-Effekt kurz drüber und die sind so super langsam. Wenn wir jetzt noch, ich hole jetzt mal Super Glue, guckt euch das mal bitte an, hier bewegt sich einfach gar nichts mehr. Sobald der Super Glue, ich stelle mal auf Stärkster, irgendwas angreift, bewegt sich nichts mehr. Das ist so krass, das ist wirklich heftig. Und ich meine, wir können jetzt noch Primary Expertise gehen. Dann können wir hier noch Tech Zone gehen und wir können noch Permanent Gebräu holen. Außerdem können wir noch einen Glugunner holen, der keinen Schaden macht, also den hier. Den können wir dann auch die ganze Zeit die Fähigkeit machen, dass unsere Tech Zone noch mehr Schaden macht. Also es wird wirklich einfach gottlos. Es wird komplett gottlos. Ich glaube, wir können echt mit diesem Setup wahrscheinlich Runde 150 oder so schaffen, würde ich jetzt einfach schätzen. Okay, ich habe ein Problem gefunden. In Runde 95 sterben wir, weil wir zu wenig Bleischaden haben gegen die DTs, deswegen muss ich jetzt aufs Permanentgebräu gehen. Aber jetzt sollten wir eigentlich selbst Runde 95 schaffen. Bisher absolut keine Probleme gehabt. Und vom Schaden her sieht es auch wirklich, wirklich gut aus. Jetzt, wo wir Permanentgebräu drauf haben, guckt euch das an. Die DT-Schaden ist in Ordnung. Also es ist jetzt nicht zu krass, aber wir kriegen die DDTs in 95 kaputt. Ich bin mal gespannt mit den DDTs in 99, ob wir die kaputt kriegen oder ob ich dann schon auf die Tag-Zone gehen muss. Wir können natürlich auch die Glue-Fähigkeit benutzen, weil wir haben ja hier die Fähigkeit, dass von diesem neuen Affendorf,
Und zwar dieses hier, dass alle Fähigkeiten nur in Reichweite 10% weniger Cooldown haben. Dann platziere ich den mal doch woanders, und zwar platziere ich den hier. Dann ist hier eine bessere Position, weil dann hat er hier 10% weniger Cooldown. Und dann muss ich noch, das platziere ich aber woanders, ich mache mal hier oben, in welche Ecke mache ich es? Ich mache es unten rechts in die Ecke, ein Planschbecken. Und da tue ich jetzt ein U-Boot rein, ihr wisst warum, oder zumindest die Leute, die meine Videos aktuell viel verfolgen, wissen warum. Energizer für noch mehr Cooldown Reduction, das heißt, wir haben jetzt 30% Cooldown Reduction, das heißt, wir sollten fast 100% Uptime von dem Glue haben, was richtig heftig ist, weil ich meine, ihr seht jetzt gerade den Glue regnen und wir haben 100% Uptime. Wir haben 100% Glue Uptime, das ist richtig nice. Mein Hund hat gerade gepupst, es stinkt so, boah. Bah, Hundepupse stinken so schlimm. Boah. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Tags. Und sorry, ich konnte mich gerade einfach nicht konzentrieren. Leute, die einen Hund haben, die wissen Bescheid. Es ist wirklich teilweise sehr, sehr eklig. Und wir gehen auf Primary Expertise, dass wir die ganzen gesloten Tower jetzt auch noch kaputt machen können. Das hier ist unser finales Setup. Ich muss mal ein bisschen Accessibility. Ich mache die mal auf 99, dass wir die Glue-Fähigkeit die ganze Zeit nicht sehen, weil die nervt, finde ich. Die ist einfach nervig. Und, bisher, es kommt nicht mal was in die Mitte, weil unser Primary Expertise und unser Omega Beacon das einfach kaputt macht, bevor irgendwie was los ist. Also das ist schon krass. Wir gucken uns Runde 100 an. Runde 100, da kommt der BRD. Wir können den BRD, glaube ich, nicht slowen. Ich weiß nicht, ob der Omega Beacon das kann. Wahrscheinlich auch nicht. Aber guckt euch bitte jetzt den Schaden an durch den Buff hier und durch die anderen, also durch den neuen Buff vom Omega Beacon und durch die anderen Buffs. Absolute Zerstörung. Wir haben einfach den BRD zerstört, bevor der nur ansatzweise, der hat nicht mal eine Runde gemacht und der muss ja drei machen. Ich glaube, wir können direkt auf 119 springen und einfach Triple, oh ne, nicht auf 1100, auf 119 springen und einfach Triple BRD fighten. Und ich glaube, selbst das hier sollte, die sollten keine Runde schaffen, glaube ich. Also ich glaube, die werden jetzt richtig geschreddet. Ah, wobei, eine Runde hat er, okay, eine Runde schafft er, eine Runde schafft er. Wir könnten jetzt noch, ich habe eigentlich gesagt, ich darf keine anderen Damage Tower hinzufügen, aber ich würde gerne die Eistürme hinzufügen, Leute. Flamet mich dafür bitte nicht in den Kommentaren, aber ich würde gerne hier Super Brittle hinzufügen und Embrittlement, dass unsere Tagzone noch mehr Buffs hat und noch mehr Schaden macht. Come on, Embrittlement noch und so, Omega Beacon mittlerweile 430.000 Schaden, er natürlich 1,5 Millionen, aber dafür, dass das ein Support-Turm ist, macht er echt guten DPS, also der, wenn ihr das mal guckt, der macht viel mehr Schaden als Permanentgebräu, viel mehr Schaden als Superglue. Superglue macht ja auch ein bisschen Schaden ab der 5er Skillung und auch viel mehr Schaden als Primary Expertise. Ich glaube, es ist an der Zeit, Runde 140 rauszuschicken. Ich hatte gesagt, Runde 150 schafft er, oder? Ich bin mal gespannt. Also wenn wir jetzt Runde 140 schaffen, glaube ich, Runde 150 schafft er auch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so 180 oder so, dass es auf jeden Fall zu viel ist. Ich glaube nicht, dass wir 180 schaffen. Runde 1. Runde 2. Oh mein Gott. Was passiert hier? Runde 3. Okay. Leute, ich muss hier noch einen Sniper auf Erster machen. Wir brauchen den Sniper auf Erster, sonst funktioniert das nicht. Wir müssen die Runde nochmal spielen. So, Sniper Erster. Ich mache ihn auch, actually, ich mache den Sniper auf Stärkster. Und wir schicken jetzt nochmal Runde 140. Weil ich glaube, mit dem Sniper, mit allen Buffs, funktioniert das Ganze ein bisschen besser. Omega Beacon stunt halt alles Kleinvieh. Ja, unser Problem sind halt wirklich BRDs. Der Omega Beacon ist halt super gut. Ihr seht, die ganzen kleinen Bloons bewegen sich gar nicht eigentlich. Und auch die, wie heißt es, Ceramic Bloons sind die ganze Zeit gestunt. Aber es ist halt wirklich einfach der BRD-Schaden, der uns ein bisschen fehlt. Aber, also, krasse Leistung. 500.000 Schaden als Support-Turm und unsere Tag-Zone auf der wahrscheinlich besten Position in ganz Bloons Tower Defense 6 für eine Tag-Zone ist einfach, hat nur viermal so viel Schaden gemacht. Also da kann man sich echt nicht beklagen. Der Turm hier ist sehr, sehr stark. Den sollten wir easy kaputt kriegen, wenn wir auch den Gepanzerten kaputt gekriegt haben. Deswegen schicke ich jetzt mal noch Runde 150 raus, beziehungsweise Runde 151. Wir hatten ja gesagt, oder ich hatte ja am Anfang gesagt, wir schaffen vielleicht oder wahrscheinlich Runde 150. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen. Aber solange hier jetzt einfach kein gepanzerter BRD kommt, sollte das eigentlich durchgehen. Come on, mach ihn bitte kaputt. Please. Die DDTs. Nein. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Damit gebe ich mich nicht, und ich wiederhole mich, nicht zufrieden. Wir werden jetzt nochmal Runde 150 probieren und nicht Runde 151. Ich habe ja gesagt, wir kriegen Runde 150 hin. Und
Ich will auch recht haben, deswegen nochmal Runde 150 und wir probieren das Ganze einfach noch ein letztes Mal. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Wir könnten natürlich viel mehr Türme, wir haben auch keinen Helden, muss ich ehrlich sagen. Also wir hätten auch einen Helden holen können, Gwendoline oder so für extra Schaden. Aber jetzt, Runde 150 sieht schon besser aus. Runde 151 schaffen wir vielleicht nicht, aber Runde 150 sieht sehr gut aus. Es sieht auch so aus, als würden wir wirklich hier die ganzen ZOMGs, die bewegen sich nicht. Guckt euch das mal an. Der Omega Beacon ist dem permanent am Stun. Wenn ich Accessibility mal wieder hochmache, schaut euch das an. Der schießt einem, der müsste die ganze Zeit Blitze schießen. Ja, tut er. Die ganze Zeit werden Blitze geschossen und ZOMGs bewegen sich absolut gar nicht. Ich glaube, mit dem Omega Beacon könnte man ohne BADs wahrscheinlich so Runde 250 oder so mit dem jetzigen Setup schaffen. 500.000 Schaden. Ich bin komplett zufrieden. Leute, das war der Omega Beacon. Morgen kommt das XXXL-Video oder am Sonntag. Ich weiß nicht, ob ich es morgen fertig kriege, sonst kommt morgen ein kurzes Video und dann am Sonntag das richtig lange. Ihr werdet es einfach an der Länge des Videos sehen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, passt auf euch auf und ciao.